Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Top 10 Video heute, Desert Eagles. So Leute, Forza ist ganz runtergeladen, wollen wir mal eine Runde starten? Wir fangen heute wie immer bei Platz 10 an und gehen dann langsam hoch auf Platz 1. Auf meinem 10. Platz liegt die Desert Eagle Bronze Deko. Das ist dieses schmucke Teil hier. Die Glänzung ist natürlich insane, guckt euch das an. Hei. Eigentlich auch ein Skin, der vor CS2, also während Go, halt jetzt nicht wirklich weit oben war. Aber durch die Lichteffekte ist es halt wirklich krass. Ich meine, ist zwar trotzdem nur 10. Platz, aber ich kann ja direkt auch wieder sagen, diese Top 10 war ultra schwierig, weil es gab mindestens 20 Skins oder 25 Skins, die mir extrem gut gefallen haben, die ich jetzt aber halt nicht reinmachen konnte, weil jeder Platz halt nur einmal belegt werden kann. Preislich 14 bis 88 Cent, also unter einem Euro noch, ziemlich schmackhaft, kann man sich nicht beschweren. Platz Nummer 10 abgehakt. Platz Nummer 9, die Desert Eagle Light Rail, die ist richtig... Oh. Die ist wirklich krass. Die ist zwar trotzdem nur auf der 9, aber die ist komplett einfach in so glänzenden Nagellack irgendwie reingetunkt worden. An sich so vom Grundskin gar nicht so schön. Aber dadurch, dass sie so insane glänzt, überall, und so Robocop-mäßig aussieht, hat sie auf jeden Fall halt den Weg in die Liste gefunden. Also komplett insane. 50 Cent bis 5 Euro. Ich werde die Preisspanne für euch jetzt so angeben. Ich werde jetzt eine Preisspanne eben angeben und nicht nur den FN-Preis. Da hat Kret letztes Mal ja schon geschrieben, dass er das nicht so gut findet, wenn ich immer den FN-Preis sage. Ich habe das so gemacht, eigentlich immer, weil, obwohl, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es früher auch so gemacht habe, weil ich euch immer den FN-Skin zeige. Und früher, lang ist es her, gab es eben Leute, die gesagt haben, hey, du kannst doch nicht einfach den FN-Skin zeigen und dann nur den FT-Preis ansagen. Darum einfach die gesamte Preisspanne, in dem Fall 50 Cent bis 4,93 Euro. Weiter geht's. Die Kumichu Dragon, mein aktueller Playskin, liegt auf dem 8. Platz. Der ist gar nicht so extrem glänzend und auch der Skin an sich ist jetzt nicht übermäßig krass. Aber ich glaube, ich habe zu dem Skin eine gewisse Beziehung, weil ich sie eben schon seit 2 oder 3 Jahren spiele. Natürlich in Städtdreck, ist klar, der Griff ist halt mega. Das ist so das Highlight an der gesamten Waffe. Sticht extrem raus und macht aber auch gleichzeitig den Rest der Waffe dann irgendwie gut. Obwohl es ja wirklich nur ein paar weiße Linien auf dem Teil halt sind, auf dem oberen Waffenstück. Es ist aber trotzdem sehr, sehr sweet. Preislich 13 Euro bis 34 Euro. Ist schon ein bisschen happiger, aber trotzdem noch im Lot. Wobei hier übrigens die StatTrak-Preise nicht mit drin sind. Das sind jetzt wiederum nicht StatTrak-Preise, aber das ist jetzt also, ja, wir müssen es noch nicht übertreiben mit den Preisen. Auf dem 7. Platz liegt die Desert Eagle Code Red, die war in meiner letzten Top 10, glaube ich, ein bisschen weiter vorne. Ich glaube nicht arg viel weiter, aber ein Stückchen schon. Sie ist halt, ja, sehr matt im Vergleich zum gesamten Rest. Aber der Skin ist dafür halt, also die Farben und so weiter, sind halt dafür richtig, richtig geil. 17 Euro bis 73 Euro ist halt auch ein bisschen, schon ein bisschen mehr. Aber so sieht er eben auch aus. 6. Platz, glaube ich, wartet kurz. Ja, es ist der 6. Platz, die Desert Eagle Ocean Drive. Blumio, guck mal. Das ist mein ehemaliger Platz 1, wenn ich mich recht entsinne. Ich finde sie auch immer noch sehr, sehr schön. Ist ein geiler Skin. Viele mögen den Skin nicht, weil er so bunt ist und so durcheinander und sowas. Ich bin halt einfach ein Kleinkind, was das angeht. Ich mag es, wenn es schön bunt und verschisselt ist. Preislich liegt man hier bei 12 Euro bis 151 Euro. Das ist sehr, sehr knackig. Ich finde, es ist nach wie vor ein wirklich guter Skin, auch wenn ihr alle sagt, das wäre nicht so, aber es ist so. 5. Platz, die Hypnotic. Hier auch wieder CS2-Zuschlag. Das ist, ich glaube, die war bei meiner letzten Top 10 Desert Eagle-Reihe, also 2023. Möglicherweise war sie auch mit in der Top 10 dabei. Aber so overall ist es kein besonderer Skin, eigentlich irgendwie. Es ist ein sehr cleaner Skin, schwarz-weiß, aber mehr auch nicht. Aber hier kommt halt die Glänzerei hinzu und das macht das vor allem halt im Spiel sehr, sehr geil. Wenn du glänzende Waffen im Spiel hast, dich damit bewegst, durch die Map läufst und so weiter und so fort und die Waffe eben auf das Licht in den einzelnen Segmenten reagiert, ist es einfach nice. Die liegt preislich recht hoch, 102 bis 135 Euro. Naja, das ist ein bisschen viel. Desert Eagle Printstream auf dem 4. Platz. Auch wieder schwarz-weiß, aber besser umgesetzt als die Hypnotic, finde ich. Dafür halt nicht so glänzig, außer hier oben so an der Kante. Guck mal, da versuche ich gerade den Glanz perfekt hervorzuheben. Ja, ist ein geiles Ding. Auch hier ist natürlich diese Segmente hier. Ja, geiler Skin, perfekt eben für ein Black-White-Loadout. Preislich geht's auch, 28 bis 94 Euro, kann man schon mal machen. Und hier kommt jetzt auch wieder, wie immer, diese besondere Stelle, auf die ihr letztes Mal, glaube ich, gar nicht angesprungen seid. Ich mache es aber trotzdem so wie immer. Ich halte sehr gerne an Altem fest. Und zwar kommen jetzt dann wieder meine vorderen 3 Top-Skins. Und ihr dürft gerne raten, was das wohl für Skins sind. Ich weiß, das ist recht schwer, denke ich, weil alles ist
gerade irgendwie neu, meine Sortage. Aber versucht trotzdem mal kurz zu überlegen. Ich lasse euch ein paar Sekunden Zeit und das war's. Auf dem dritten Platz liegt diese komplett weiß aussehende Golden Koi. Die ist ja eigentlich Gold, wie der Name schon sagt. Hier ist sie aber ein weißer Koi. Und so insane glänzig, ähnlich auch wie die Silver von letztem Mal, die CZ. Also das ist krass. Das ist einfach nur krass. Deswegen musste ich sie mit reinnehmen und vor allem in die vorderen drei Plätze, weil es so insane ist. Es ist eigentlich schon übertrieben krass, zumal auch der Skin, wie gesagt, nicht ganz passt. Also ich finde, sie kann gerne so extrem krass glänzen, aber sie sollte halt Gold sein eigentlich. Aber so ist es auch nice. Einfach eine weiße Diegel, eine glänzend weiße Diegel. Preislich sind wir bei 88 bis 94 Euro. Die Cobalt Disruption liegt auf dem zweiten Platz. Das war wahrscheinlich auch für viele abzusehen. Noch abzusehen, näher wäre es gewesen, wenn sie grün wäre. Also das wäre natürlich, gut, dann würde sie anders heißen. Aber das wäre natürlich ziemlich grob. Ist halt, wie vorhin erwähnt, ein geiler Skin, wenn du das Ding in der Hand hast und damit spielst. Und ne, das Licht halt kommt. Mega, richtig mega. 64 bis 82 Euro, ja, kann man machen. Aber was ist auf dem ersten Platz? Die Fennec Fox liegt auf meinem ersten Platz. Was? Das ist ein perfekter Kompromiss. Zwischen der anderen Ultrabunten, der Ocean Drive, die ist natürlich schon jetzt nicht so krass bunt, ne? Und hat so ein anderes Farbschema, ein gemütlicheres Farbschema. Und sie hat trotzdem diesen Glanz. Guckt euch das mal an. Also ich würde sagen, der perfekte Desert Eagle Skin für CS2. Meiner Meinung nach zumindest. Leider nicht der perfekte Preis. 360 bis 1153 Euro. Das ist so ein bisschen Rapu, würde ich sagen, ne? Ein bisschen Rapunzel. Aber trotzdem geiler Skin. Natürlich machen wir jetzt zu guter Letzt auch, wie so oft, ein Giveaway. Ich denke, das mache ich in allen Top 10 Videos. Werde ich Giveaways einbauen. In den anderen Videos mache ich es ja auch meistens. Aber ich gucke, dass ich in den Top 10 Videos vor allem auch ein Giveaway zur besagten Waffe raushaue. Und im besten Fall halt auch zu einer Waffe, also zu einem Skin, der auch im Video gezeigt wurde. Und das kann ich heute auch wieder machen. Und zwar haben wir heute eine Stat-Track. Desert Eagle Bronze Deko mit am Start. Komplett unbeschossen. Die kannst du ganz frisch einschießen, wenn du sie gewinnst. Die Frage ist folgende. Spielst du die Desert Eagle überhaupt? Es gibt ja manche, die sagen, wenn ich damit schieße, schießt die so in mein eigenes Gesicht oder sonst wohin, aber nicht nach vorne. Darum ist sie bei manchen nicht so beliebt. Ich denke, die meisten spielen sie trotzdem overall gern. Aber ja, spielst du gerne die Desert Eagle? Haus in die Kommentare, dann bist du automatisch beim Giveaway mit dabei. So, das wäre es dann für heute auch schon wieder gewesen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Danke für die Kommentare. Riesenkuss geht raus an die ganzen Kommentierenden. Natürlich auch danke für die Daumen nach oben, habe ich schon gesagt. Ich glaube nicht. Und wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und den Freitag ab 20 Uhr. Und dieses Video wurde übrigens geschnippelt von Createx. Grüß. Haut rein, ne? Mach. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gebe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.